Wer Co-op-Shooter sagt, muss immer auch irgendwie Left 4 Dead sagen. Vor knapp 10 Jahren tritt das Spiel einen Trend los, der in letzter Zeit mit den Vermintides und Killing Floors dieser Welt neue Früchte trägt. Jetzt will auch das Indie-Studio Hollowspark mitmischen, das seinen Fokus bisher eher auf Virtual Reality gelegt hat. Earthfall hingegen ist frisch aus dem Early Access gepurzelt und wirft uns weder VR noch Zombies, sondern Aliens in rauen Mengen entgegen. Die Inspirationsquelle ist also klar. Und die Ausführung? Naja. Okay, wow, I can't believe we got out of there. Anybody know how we get to Northcrest Rail Yard? Die Probleme fangen schon bei der relativ drögen Story an. Zusammen mit einem Team aus maximal 3 Mitstreitern ballert ihr euch durch eine fiktive, in der Zukunft liegende Variante des US-Bundesstaats Washington. Und durch haufenweise Aliens, um der Bedrohung durch die außerirdische Übermacht ein Ende zu setzen. Wie genau dieses ein Ende setzen letztlich funktionieren soll, darüber schweigt sich Earthfall allerdings aus. Dafür sagen unsere Charaktere ziemlich viel, wenn auch oft nur dezent peinliche Plattitüden. Okay, Sunnyvale Trailer Park, here we come. Viel klarer wird die Geschichte im Lauf der 10 Missionen, die sich in 2 Kampagnen aufteilen, jedenfalls nicht. In der ersten Kampagne durchsucht ihr die immerhin schön in Szene gesetzte verlassene Welt nach Hinweisen auf den Widerstand. In der zweiten Hälfte schließt ihr euch dem Widerstand an, um gemeinsam effektiver und koordinierter in Alien-Hintern zu treten. Feels good to be in the resistance now. Taking the fight to the enemy. Dafür könnt ihr auf eine Vielzahl an Waffen und anderen Gegenständen zurückgreifen. Das Arsenal kommt dabei über den Genre-Standard nicht hinaus. Pistolen, Sturmgewehre, Granaten und Schrotflinten, aber keine Überraschungen. Selbst größere Knarren wie Flammenwerfer oder Plasmagewehr hat man schon so häufiger gesehen, obwohl die Waffeneffekte durchaus vorzeigbar sind. Allerdings fühlen sich die Knarren in unseren Händen allesamt wie Spielzeugwurmen an, auch weil die meisten Aliens auf Beschuss so lahm reagieren. Für die Waffenbeschaffung hatten die Entwickler immerhin eine abgedrehte Idee. An überall in den Levels verteilten 3D-Druckern dürft ihr euch neue Waffen drucken lassen und direkt einsetzen. Aber Vorsicht, das Einschalten der Drucker lockt meist direkt einen Alienschwarm an. Neben normalen Gegnern beinhalten diese Gegnerhorden auch immer wieder besonders hartnäckige Fieslinge, die auffällig an Left 4 Dead Monster erinnern. Zum Beispiel der Thrasher, eine Mischung aus Hund und Echse, die euch am Boden festnagelt. Ein anderes Boss-Alien ist der Whiplash, der euch packt und so lange am Kopf hin und her schüttelt, bis euer Genick bricht. Anders als in Left 4 Dead können die Monster aber nicht von Spielern gesteuert werden. Um euch das Überleben schwerer zu machen, konfrontiert euch Earthfall mit diversen Mini-Aufgaben, die ihr zum erfolgreichen Abschluss einer Mission bewältigen müsst. So sollt ihr beispielsweise das Gelände einer Autowerkstatt nach einem fahrbaren Untersatz durchsuchen, für den ihr im Anschluss im Level verteilte Kleinteile wie ein neues Rad oder eine frische Batterie besorgen müsst. Ein weiteres Beispiel: In einem stimmig in Szene gesetzten winterlichen Redneck-Kaff sollt ihr eine generatorbetriebene Zugbrücke herunterlassen und dafür einen Kanister mit kostbarem Treibstoff auffüllen. Während ihr den Kanister durch das Level schleppt, könnt ihr euch nicht wirklich zur Wehr setzen und seid auf die Mithilfe eurer Kollegen angewiesen. Sollten euch zwischen Dauerfeuer und Materialbeschaffung doch einmal die Kräfte verlassen, heißt es nicht direkt Game Over. Wenn eure Lebensenergie den Nullpunkt erreicht, könnt ihr euch am Boden liegend verteidigen und darauf warten, dass euch einer eurer Mitspieler wieder auf die Füße holt. Das funktioniert natürlich am besten mit menschlichen Kollegen, von denen sich pünktlich zur Veröffentlichung auch jede Menge auf den Servern tummeln. Die grundlegenden Aufgaben erledigen auch die computergesteuerten Widerständler ganz passabel. Richtige Mitspieler kann die KI aber nicht ersetzen. All good. Thanks. Denn wenn jeder weiß, was zu tun ist, hat man einen Raum eben schneller mit Barrikaden und manuell bedienbaren oder automatischen Geschützen ausgestattet. Diese Hilfsmittel finden sich nicht nur in zentralen Lagern, sondern auch dort, wo er sie am wenigsten erwartet. Das fordert zwar den Erkundungsdrang, oft genug sind diese Dinge allerdings nur Kosmetik, da ihr euch dank unendlicher Munition für eure Grundwaffe auch so relativ problemlos durch die Alien-Horden ballern könnt. Lediglich gegen die großen Viecher sind die Geschütztürme wirklich nützlich.
Etwa wenn ein Biest erscheint. Die muskelbepackte Plasmaschleuder mit Pranken wie Kloschüsseln ist wohl das einzige Monster, bei dem auch erfahrene Alienjäger ins Zittern kommen dürften, vor allem auf höheren Schwierigkeitsgraden. Zum Glück hat jedes der Biester eine besondere Schwachstelle, sodass auch dieser Kugelschwamm mit dem richtigen Team relativ schnell unter die Erde gebracht ist. Come on, don't leave me alone here. It's all good. So kurzweilig die Ballereien auch unterm Strich sind, so angestaubt fühlt sich das Spiel an. Earthfall hat nur relativ grobkörnige Texturen und zu viel Weichzeichner zu bieten. Aus der Unreal Engine 4 hätte man definitiv mehr herausholen können. Die Atmosphäre stimmt zwar die meiste Zeit, da sich ein Großteil des Spiels in der Dunkelheit, in dämmerigen Wäldern oder klaustrophobischen Innenräumen abspielt, aber zusammen mit den hakeligen Animationen will bei Earthfall keine echte Grafikfreude aufkommen. Da helfen auch die großzügigen Ladungen Alienschleim nicht weiter, mit denen euch das Spiel bei Abschüssen belohnt. Auch Framerate-Einbrüche auf starken Systemen sollte ein frisch aus der Early Access-Phase kommender Titel eigentlich mittlerweile nicht mehr aufweisen. Auch wenn sich Earthfall an vielen Stellen Mühe gibt, wird man das Gefühl nicht los, dass man es hier immer noch mit einem nicht zu Ende gedachten Produkt zu tun hat. Denn obwohl die Alien Huts mit menschlichen Mitspielern Potenzial hat, fehlt es dem Spiel doch an Alleinstellungsmerkmalen. Wer maximal spaßige Splatter-Erlebnisse sucht, greift besser zu anderen Genrevertretern oder gleich zu den Originalen von Valve und Turtle Rock.